Maybe this is heaven, maybe that's just you. I don't trust my judgment, cause I'm just 22. My mind just run in circles, my heart is out in the rain. I know that this is sudden, but do you feel the same? Vlog. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, diese Woche dabei zu sein. Ich nehme euch jeden Tag mit auf Arbeit. Ich will versuchen, das so ein bisschen work-related zu machen, um euch zu erzählen, was ich so auf Arbeit mache, weil ich weiß, dass das voll viel interessiert, was ich in meinem Praktikum so mache. Aber ich werde euch auch dabei mitnehmen, was ich nach der Arbeit mache, weil das gehört natürlich auch dazu. Also hoffe ich, ihr freut euch auf diesen Weekly-Vlog. Das ist jetzt schon meine vierte Woche auf Arbeit, richtig krass. Und diese Woche mache ich auch zum ersten Mal Homeoffice. Am Anfang wollte der Chef, dass ich erstmal noch im Office bin, aber diese Woche darf ich mal Homeoffice machen mit der einen anderen Mitarbeiterin zusammen und ich freue mich mega, das auch mal auszuprobieren. Ich liebe meinen Weg zur Arbeit. Es sieht einfach mal so schön aus, dieser Platz hier. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da wohne ich ganz nah dran und da muss ich mal drüber laufen, wenn ich zur Arbeit laufe bzw. zum Zug laufe. Und hier ist immer so schön. Eine Coffee-Break machen und dann immer kurz mal das Haus verlassen und das Büro verlassen und einen Kaffee trinken gehen. Zusammen. Also zumindest alle, die mitkommen wollen. Und man dann mal 5 Schritte geht. It's been a while, seit ich das letzte Mal gefilmt habe. Ich glaube irgendwann heute früh bei der Arbeit oder so. Weil ab Mittag ging mein Tag irgendwie so sehr steil downhill, I guess. Ich hatte halt echt so einen blöden Tag, was sich nochmal schlimmer anfühlt, weil die letzten Tage und Wochen ja so großartig waren. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb einfach mal wieder ein schlechter Tag kommen musste, um mich daran zu erinnern. Obwohl ich die guten Tage sehr, sehr appreciated habe. Also eigentlich habe ich es nicht verdient, aber es ist halt einfach normal. Und eigentlich ist halt auch, also es war an sich nicht irgendwie so, also ein wirklicher Grund, und ich war müde, ich war einfach so geschafft von der letzten Zeit und dann dadurch habe ich mich dann nicht so gut gefühlt, nicht so positiv gefühlt, dadurch habe ich mich dann einsam und alleine gefühlt, obwohl ich zwar auf Arbeit war, aber ihr wisst ja, einsam fühlen kann man sich deswegen ja trotzdem. Und ich habe hier logischerweise ja auch noch nicht so eine richtig enge Bezugsperson, und auch wenn ich mega, mega tolle Leute habe, mit denen ich hier Zeit verbringen kann, ist es halt einfach ein Unterschied, ob man mit einer engen Bezugsperson was macht, irgendwie Familie oder guten Freunden, oder halt mit Bekanntschaften, die man halt erst seit neuestem hat und die man vielleicht zweimal getroffen hat. Das ist halt einfach eine andere Art von Socializen. Und ich glaube, deswegen habe ich mich halt auch irgendwie so ein bisschen einsam gefühlt, einfach weil mir das einfach heute irgendwie gefehlt hat. Obwohl ich ja sonst mega glücklich war mit den ganzen neuen Bekanntschaften. Aber naja, heute war auf jeden Fall so ein Tag und es sind einfach auch dann noch so viele Sachen hinzugekommen. Ich weiß nicht, es war halt einfach nicht so gut. Ich saß dann im Zug und musste erstmal weinen und konnte auch echt nicht wieder aufhören. Ich war irgendwie so fertig mit der Welt. War dann beim Yoga, das hat sich aber gut angefühlt. Auch wenn ich da zwischendurch auch echt tief atmen musste. Aber an sich hat es sich richtig, richtig gut angefühlt, beim Yoga zu sein. Und dann habe ich danach mit meiner Freundin telefoniert und musste direkt wieder aufnehmen. Also ich bin nach Hause gelaufen, direkt wieder anfangen zu weinen, während ich durch die Straße von Lissabon gelaufen bin. Ja, es war ein intensiver Tag.
und er ist noch nicht zu Ende, weil ich habe heute Abend noch was vor und ich weiß noch nicht so genau, ob ich mich darauf freuen soll. Ich nehme mich aber auf jeden Fall mit. Ich mache jetzt kurz die Küche, mache mich fertig und dann erzähle ich euch, was heute noch abgeht. Auf dem Weg zu einem Rooftop-Kino. Dazu habe ich schon vor 2 Wochen oder so Karten gekauft und damals kannte ich halt noch niemanden mehr oder weniger und habe halt gedacht, okay, die Karten sind halt schnell weg, deswegen habe ich mir einfach erstmal welche gekauft. Ich hatte mir das damals wahrscheinlich schon gedacht, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass ich Leute kennenlerne, mit denen ich da hingehen kann, die Karten halt ausverkauft sind, aber ich wollte auch nicht 2 kaufen und dann halt jemanden mitnehmen, I don't know. Auf jeden Fall gehe ich da jetzt alleine hin. Finde ich an sich eigentlich ein mega cooles Solo-Date und auch so ein bisschen schon was, wozu man sich noch mehr motivieren muss. Also so alleine ins Café gehen, das mache ich schon mal, aber jetzt alleine ins Kino, in so ein Rooftop-Kino, wo es halt nicht dunkel ist, sondern I don't know, man war halt vorher eigentlich sowas trägend und I don't know, ich bin sehr gespannt, wie es wird, aber der Film, der läuft, ist halt Dirty Dancing und den wollte ich halt unbedingt, ich habe den noch nie gesehen, das ist der Lieblingsfilm von meiner Mama, fragt mich nicht, warum ich den noch nie gesehen habe, auf jeden Fall dachte ich mir, das wird so geil, den Sonnenuntergang zu sehen von oben, von der Dachterrasse und dann Dirty Dancing zu schauen, deswegen konnte ich mir das nicht entgehen lassen und mach das jetzt, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, wie das wird, da alleine zu sein, aber it's fine. I can do it. Vor allem ist es halt blöd, dass ich heute auch noch so einen blöden Tag hatte, weil sonst wäre das sicherlich etwas einfacher, wenn ich einen guten Tag gehabt hätte und dann halt motiviert und selbstbewusst bin und dann hatte ich heute so einen Scheißtag und das macht es irgendwie umso schwieriger, aber we got this. Trust me, ich habe nicht nur einmal überlegt, ob ich es nicht lieber sein lassen soll und einfach nicht hingehen soll und das canceln soll, but I'm doing it. Abkriegen, aber ich will da auch nicht. Da sind jetzt halt 5 Leute bisher da. I don't know. Aber ich bin guter Platz. Guten Morgen vom Homeoffice. Ew. Ew. Warum stinkt das? Yeah. Jetzt nochmal guten Morgen. Irgendwie war das eklig, aber jetzt habe ich es nochmal abgewischt, wo ich es eigentlich vorher auch schon mal abgewischt hatte. Whatever. Happy Tuesday aus meinem Homeoffice. Und ich sehe auch Homeoffice-Look-mäßig aus. Ich habe Haaröl in meinen Haaren, mein Gesicht gerade eingecremt, deswegen glänze ich wahrscheinlich einfach komplett. Aber das kann jetzt noch ein bisschen einwirken, während ich schon mal ein bisschen arbeite. Und dann wasche ich nachher meine Haare und habe auf jeden Fall vor, heute noch in ein Café zu gehen und von dort aus zu arbeiten, aber erstmal ein bisschen vormittags hier und dann hier frühstücken und so. Ich will nicht den ganzen Tag da sitzen im Café und dann gehe ich heute Nachmittag noch zum Yoga. Also ich glaube, das wird heute ein echt schöner Tag und ich bin heute auf jeden Fall auch viel, viel besser gelaunt als gestern, wo es mir ja nicht so gut ging. Heute geht es mir auf jeden Fall wieder gut. Ich habe richtig gut geschlafen. Ich konnte ja heute mal richtig lange ausschlafen. Ich habe bis kurz vor 9 geschlafen und um 9 beginne ich ja zu arbeiten. Also richtig top. Ich war auch um 11:30, glaube ich, im Bett, also jetzt auch nicht super spät. Ah, das Kino gestern war so traumhaft. Das war auf jeden Fall dringend nötig und es hat mir echt richtig gut gefallen. Ich liebe Tanzfilme allgemein und der war echt kitschig, aber cute. Und es war überhaupt nicht komisch, da alleine zu sein, muss ich sagen. Es hat niemanden interessiert und es war auch dadurch, dass man da ja so in den Reihen sitzt, saß ich da dann halt einfach neben einer, die auch alleine war. Und dann sind später neben uns noch 2 gekommen, aber das war dann auch, also das war irgendwie gar nicht komisch. Also richtig gut, dass ich es gemacht habe und sich dann auch gut angefühlt hat. Genau. Und jetzt widme ich mich mal meiner Arbeit. Ich trage übrigens auch noch meine Schlafzeughose. Ich habe halt so ein bisschen so eine nervige, ich muss halt Fotos raussuchen und runterladen für unsere Website, für verschiedene Destinationen. Und das ist halt so eine richtig monotone Arbeit, deswegen kann ich nebenbei Podcast hören, was ganz cool ist. Suche ich mir jetzt gleich mal einen raus. Vielleicht höre ich auch erstmal ein bisschen Musik. Ich glaube, ich fühle mich erstmal nach ein bisschen Musik. Thank you.
dann noch zum Yoga will. Und beim nächsten Mal, wenn ich Homeoffice mache, werde ich direkt zum Frühstück hingehen und dann da brunchen und mir was Schönes gönnen. Aber heute glaube ich nur irgendwie eine Kleinigkeit als Snack und Kaffee. Und dann habe ich eigentlich auch nur noch 2,5 Stunden Work vor mir. Von daher verging der Tag irgendwie heute ziemlich schnell. Also ich liebe die Yogastunden sowieso in dem Yogastudio. Baratza Yoga heißt das. Aber diese Stunde war exceptionally good. Sieht so lecker aus. Dieser Muster sieht irgendwie ein bisschen funny aus. Ich dachte irgendwie immer, die sind dreieckig, aber scheinbar nicht. Ich bin heute wieder im Homeoffice and I love it, muss ich sagen. Also ich würde es nicht jeden Tag machen wollen, aber irgendwie mal so 2 Tage ist echt nice. Und irgendwie so die Abwechslung, ich glaube, das merke ich, beziehungsweise das habe ich einfach mega gemerkt in dem Praktikum, obwohl ich erst seit 3 Wochen hier arbeite, dass ich Abwechslung in meinem Leben einfach sehr mag und das sehr dafür sorgt, dass ich kreativ bin, dass ich motiviert bin und auch Lust habe zu arbeiten, weil eigentlich ist Arbeit für mich auch was, worauf ich mal mega Lust habe, was mein eigenes Arbeiten angeht mit YouTube und Instagram, aber auch so bei der Arbeit, aber eben nur, wenn irgendwie das Setting stimmt und ich motiviert bin und das ist zum Beispiel eben durch Veränderung. Ich muss kurz meinen Porridge holen. Random Frühstück. Ich habe Porridge mit Obst und Nüssen mit Banane, weil ich hatte eine Banane, die braun war und weg musste. Deswegen habe ich ein bisschen Porridge gekocht. Habe ich eigentlich auch mal wieder Lust drauf, hatte ich irgendwie lange nicht. Ich habe immer so Overnight Oats, aber mal so ein Porridge. Auch nicht schlecht. Und dann noch Mittagessen zum Frühstück. Lilly wird lachen, wenn sie das sieht. Weil ja, irgendwie mag ich das manchmal, so Leftovers zum Frühstück zu essen und die mussten weg. Das ist das, was ich am Montag gekocht habe. So Tomatensauce. So eine cremige Tomatensauce mit Gemüse und Reis und Linsen und Tofu. Ich finde es richtig cool, dass ich durch mein Praktikum die Möglichkeit bekomme, so viel Neues zu lernen und mitzubekommen. Zum Beispiel eben unser neues Website-Design. Und passend dazu habe ich auf Skillshare einen richtig coolen Kurs gefunden zum Thema User Experience Design. Das ist genau das, was unsere Grafikdesignerin, unsere eine Mitarbeiterin gerade macht und wobei ich ihr über die Schulter gucken kann und wo sie mich immer nach meiner Meinung fragt. Und ich finde, das ist ein richtig interessantes Thema. Wozu es einen Einführungskurs von Patricia Reiners auf Skillshare gibt. Sie ist eine Grafikdesignerin und das ist nur einer von vielen Kursen auf Skillshare, mit denen man sich richtig cool weiterbilden kann in super vielen verschiedenen Themenbereichen. Skillshare ist nämlich eine Online-Lernplattform mit tausenden von verschiedenen Online-Kursen zu unterschiedlichen Themenbereichen wie Film und Video, Fotografie oder eben auch Design, aber auch Produktivität, verschiedene Lifestyle-Themen und eben auch Sachen wie Marketing oder ich habe dort auch Kurse zu Google Ads gefunden. Google Ads habe ich nämlich zum ersten Mal diese Woche auf Arbeit erstellt. Ich hatte dazu auch im Studium nie richtig was gelernt. Also wir haben so grob über Google Ads gesprochen, aber nie, wie man solche Ads erstellt und schaltet. Und da finde ich es so cool, wenn man sich im Internet zu so vielen unterschiedlichen Themen belesen kann und weiterbilden kann. Skillshare ist komplett werbefrei und es gibt jede Woche neue Präsentationen.
Premium-Kurse. Außerdem könnt ihr den kompletten Kurskatalog, der auf Englisch hauptsächlich ist, mit Untertiteln anschauen oder dabei auch einfach eure Englischkenntnisse zusätzlich noch verbessern. Es gibt aber auch einige deutsche Online-Kurse. Und mit meinem Link unten in der Infobox könnt ihr Skillshare einen Monat lang kostenlos testen. Die ersten 1000 Leute, die sich unten über den Link anmelden, bekommen Skillshare einen Monat gratis. Off to do some cafe work. Irgendwie habe ich hier nie so Currypaste gefunden. Das war voll schwer zu finden. Die habe ich jetzt gefunden und ich finde, die sieht sehr lecker aus mit Lemongrass. Ich liebe Curry mit Lemongrass. Und dazu passend Kokosmilch. Also werde ich nachher Curry machen, weil ich auch noch Reis habe. Dann hat mich dieses Schoko-Proteinmus angesprochen. Ist zwar von Danone, würde ich jetzt nicht regelmäßig kaufen, aber ich will es gerne mal probieren. Und es klingt sehr lecker. Und die hatten auch so einen Protein-Kaffee, Karamell-Kaffee. I don't know. Könnte ultra süß und eklig sein. Könnte aber auch lecker sein. Habe ich noch nie gesehen von Alpro. Tomatensauce, ein paar Tomaten, dreimal Nektarinen, eine kleine Papaya und eine Limette, Eier und so Salsa. I don't know, was halt so Grünzeug. Ich war ja nicht bei der Arbeit und deswegen fühlt sich das irgendwie so an, dass ich morgen wieder den ersten Tag der Woche zur Arbeit gehe. Dabei ist morgen schon Donnerstag und dann ist nur noch Donnerstag und Freitag und dann ist schon wieder Wochenende. Das ist irgendwie voll angenehm und ich habe auch richtig Lust, morgen wieder auf die Arbeit zu gehen. Deswegen bin ich voll froh, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen regelmäßig Homeoffice machen kann, weil ich muss sagen, es motiviert mich einfach, so diese Abwechslung zu haben. Und ich mag das Soziale bei der Arbeit voll gerne. Die Leute sind auch richtig cool. Aber es macht halt auch irgendwie Spaß, so ins Café zu gehen, wo andere Leute sind, die auch arbeiten und man hat zwar mit denen nichts zu tun, aber irgendwie sitzt man so nebeneinander und ist motiviert und produktiv und es macht irgendwie auch Spaß. Also falls ihr noch nie mal in einem Café gearbeitet habt und was am Laptop gemacht habt, also natürlich ist es da oft laut, also man kann jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, Hausarbeit schreiben könnte ich da wahrscheinlich nicht, aber halt so Sachen aufarbeiten oder so von der Uni zum Beispiel, finde ich richtig cool, das irgendwie mal nicht am üblichen Schreibtisch zu machen, sondern irgendwo anders. Also ja, mir macht das mega Spaß. Und ich esse jetzt zwei Toast, der zweite ist noch in der Pfanne, mit Marmelade und Peanut Butter. Vielleicht esse ich aber den zweiten Toast mit Schokoaufstrich. We will see. Auf jeden Fall werde ich heute noch ein bisschen mehr arbeiten, weil ich noch ein YouTube-Video für euch fertig machen muss. Oder will. Ich muss nicht, ich möchte. Genau, das ist der Plan für heute Abend. Ich habe es definitiv nicht vermisst, so früh aufzustehen. Aber ich habe eigentlich Lust aufs Büro. Ich hoffe, dass meine anderen Mitarbeiter mit da sind. Ich weiß nicht, dass die eine Homeoffice macht. Aber ich hoffe, dass die anderen wenigstens da sind. Und ich sie sehe. Und ich habe irgendwie ein bisschen Rücken. Also so eher Muskelkater vom Yoga. Aber jetzt bin ich halt voll unsicher, ob ich heute Nachmittag nochmal zum Yoga gehen will oder nicht. I don't know. Not decided yet. Aber heute ist voll der graue Tag und ich habe geschaut, am Wochenende sollen einfach nur 24 Grad werden. 24, 25 Grad am Samstag und Sonntag. Also wohl eher kein Strandtag und ich werde einen Strandnachmittag morgen am Freitag machen. Aber schon ein bisschen sad. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich dann am Wochenende mache. Vielleicht mache ich dann mal ein bisschen Sightseeing. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier jeden zweiten Tag einkaufen. Ich muss hier aber irgendwie auch ständig einkaufen gehen, einfach weil unser Kühlschrank und unser Gefrierfach relativ klein ist. Und zweitens, weil ich alles immer mega weit schleppen muss. Das heißt, ich will jetzt auch nicht mega viel kaufen und das dann alles richtig weit schleppen.
Deswegen habe ich eigentlich keine andere Wahl, als irgendwie dreimal die Woche einkaufen zu gehen und immer wieder was Frisches zu holen. Aber das ist auch fein. Das habe ich eben im Pingo Dosse gekauft. Einmal Hafermilch, den Kombucha, den ich irgendwie ständig kaufe, wenn ich dort bin, weil der so lecker ist. Pilze, Himbeeren, eine Zucchini. Ich habe einfach veganes Eis gefunden. Das ist Brownie-Eis. Und ja, das hat nur, glaube ich, 3,50 gekostet von der Eigenmarke Pingo Dosse. Dann zweimal so Skyr-Joghurt. Den Natur gab es leider nicht, deswegen musste ich mit Geschmack nehmen, aber auch okay. Feta, Tiefkühl-Erbsen und Tiefkühl-Brokkoli. Und dafür habe ich 16 Euro bezahlt. So krass viel los, weil dieses Festival hier ist. Ich wollte jetzt eigentlich zum Strand gehen und dann werde ich da glaube ich, mal vorbeilaufen, mir das mal anschauen, ob da schon was los ist. Aber es sind auf jeden Fall viele, viele Menschen hier. Und erstmal gibt es jetzt aber eine Acai Bowl. Das wird jetzt wohl zu meinem Freitagsritual. Ich hatte heute schon den ganzen Tag Lust drauf und freue mich jetzt voll. Ich liebe Acai Bowls. Ich wünschte nur, die wären nicht so teuer. Selbst hier kostet sowas 8 Euro, was ich echt viel finde. Aber it's yummy and it's my Friday treat after work. 4 Wochen Praktikum einfach schon geschafft. Richtig krass. Die Zeit vergeht so schnell und ich will, dass meine Zeit in Portugal und in Lissabon nicht so schnell endet. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich auch irgendwann wieder fertig zu sein mit meinem Praktikum. I don't know. Ein zweischneidiges Schwert. Und jetzt laufe ich immer ein bisschen rum. Es ist immer so krass voll in Kaschkaisch. Aber es ist halt einfach am nächsten dran für mich, hier zu dem Strand zu gehen und es ist trotzdem schön und einfach 1,5 Stunden die Sonne zu genießen. Von daher beschwere ich mich nicht. Yeah, me too. I think it's going to be so delicious. Good morning vlog! Happy Saturday! It's been a while since I picked up the camera. Ich war gerade beim Yoga. Samstagmorgen Flow. War mal wieder schön. Aber ich muss einfach sagen, morgens Yoga machen fühlt sich einfach nie so gut an wie nachmittags, weil ich dann einfach noch so steif bin irgendwie von der Nacht. Also ich bin morgens einfach immer viel, viel ungelenkiger und irgendwie kann ich das dann auch, also es tut dann alles mehr weh und man kann dann nicht so das so richtig embracen, if you know what I mean. Ich meine, es ist sehr gut, wenn man sozusagen das stretcht, aber und danach fühle ich mich auch immer gut, aber vor allem der Anfang der Yogastunde ist immer so richtig unangenehm. Deswegen präferiere ich an sich in der Woche, aber wenn ich in der Woche halt so viel unternehme, dann weiß ich nicht, will ich das am Samstag irgendwie auch ausnutzen, dass ich da noch hingehen kann. I don't know, es war aber auf jeden Fall trotzdem sehr schön. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir noch einen Coffee to go hier hole, bei dieser einen Fabrica Coffee Roasters, weil die so leckeren Kaffee haben und irgendwie habe ich Lust drauf. Vielleicht mache ich das einfach, es ist zwar eigentlich unnötig, dafür jetzt 3,50 Euro auszugeben, wenn ich mir gleich einfach zu Hause einen machen kann. Aber irgendwie habe ich Lust drauf, mir das zu gönnen. Dieser Kaffee ist einfach so gut. It's a bit later in the day. Ich bin jetzt auf dem Weg raus. Ich habe vorhin gefrühstückt und noch mit meinen Eltern telefoniert. Und dann noch ein bisschen was am Laptop gearbeitet. Und habe mich jetzt fertig gemacht, um noch rauszugehen. Ich
glaube, ich werde mir irgendwo was zu essen holen, weil irgendwie habe ich schon wieder Hunger, obwohl ich eigentlich gefühlt erst vor anderthalb Stunden gefrühstückt habe, aber okay. Also werde ich mir was zu essen besorgen. Ich will ein bisschen bummeln. Ich habe nämlich in der letzten Woche ein paar süße Läden gesehen auf dem Weg zum Yoga, die dann aber schon zu waren. Also werde ich die mal abchecken und dann muss ich noch ein bisschen was einkaufen gehen. Ich weiß auf jeden Fall schon, wo ich Geburtstagsgeschenke für meine Freundinnen kaufen werde. Guys, I just had the most out of this world experience. Ich komme nicht drauf klar. Ich saß eben im Café neben einer Frau und keine Ahnung, sie war halt alleine da, ich war alleine da und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich bin glaube ich auf Toilette gegangen, habe sie gefragt, ob sie kurz auf meine Sachen aufpassen kann und danach hat sie das gleiche gemacht und darüber sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen, als sie dann zurück war. Und haben einfach angefangen zu quatschen und sie ist halt aus Amerika und seit 2 Jahren hier in Lissabon. Und dann hat sie mir ihre Favorite Tips gezeigt und wir haben so ein bisschen über das Reisen geredet und was wir in Lissabon so mögen und haben einfach so ein bisschen normal gequatscht. Und irgendwann meinte sie so, hey, ich habe eine Freundin, die macht öfter mal so Mädelsabende, get to know each other, I don't know, Party, also zusammen feiern gehen, zusammen tanzen gehen mit halt so verschiedenen Mädels, die halt hier irgendwie hinziehen oder die halt hier in Lissabon sind. Halt hauptsächlich Expats, denke ich mal. Und meinte dann so, hey, ich könnte ihr doch deinen Kontakt schicken. Ich glaube, ihr würdet euch voll gut verstehen und so. Richtig sweet. Also sie war auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Sie arbeitet auch hier. Also keine Ahnung, könnt mir vorstellen, dass sie schon so Ende, ja, vielleicht nicht Ende 30, aber so Mitte 30 war. Haben uns aber trotzdem so gut unterhalten. Und ich meine, dann hat sie einfach meinen Kontakt an jemanden, den sie kennt, weitergeleitet und mir ihren Kontakt gegeben, damit wir uns austauschen können und ich vielleicht mit den Feiern gehen kann. Und I don't know, das war irgendwie so crazy und so sweet. Und dann habe ich ihr noch mein Yoga-Studio empfohlen. Vielleicht sehe ich sie dann mal beim Yoga wieder. Und ja, I don't know, es war irgendwie crazy, dass ich einfach so, wenn ich allein ins Café gehe, dann jemanden getroffen habe, der so lieb war und wir uns so nett unterhalten haben. Ich weiß auch gar nicht, wir haben uns gefühlt jetzt eine Stunde unterhalten oder so. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Auf jeden Fall, I don't know, einfach crazy. Ihr bekommt einfach so Grocery Hauls in jedem meiner Vlogs, but Small Grocery Runs sind hier einfach ein bisschen praktischer, damit ich nicht so viel schleppen muss. Ich war im Bioladen und habe einen neuen Brita-Filter für unsere Karaffe gekauft, weil die nur bei 25% ist. Dann Apfelessig für meine Haare, damit kann man nämlich so eine Apfelessig-Kur machen. Tomatenpassata. Das habe ich einfach gefunden und dachte, oh mein Gott, das muss ich ausprobieren. Plant Tuna. Also veganen Thunfisch. Bin sehr gespannt. Ich filme übrigens auf jeden Fall ein veganes Taste-Test-Video mit Sachen, die man hier so im Supermarkt findet, die irgendwie cool sind, die ich ausprobieren will, die es vielleicht nicht in Deutschland gibt. I don't know. Das werde ich auf jeden Fall filmen. Quark. Und diese Mienudeln, die hatte ich schon mal und die sind richtig lecker. Die sind aus Dinkel. Und Hafermilch. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber gute Hafermilch. Weil die billige aus dem Pingo-Dosse, die schmeckt nicht besonders gut im Kaffee. Und die war gerade runtergesetzt. Die hat nur 1,80 gekostet, was immer noch sehr viel ist. Seitdem ich zurück zu Hause bin, saß ich irgendwie nur auf dem Bett und habe am Handy gechillt und ein Video am Handy geeditet. Aber irgendwie bin ich ultra müde. Ich muss dringend heute früh ins Bett gehen, sage ich immer. Aber klappt dann nie. Ich werde jetzt auf jeden Fall kochen, um von meinem Handy wegzukommen. Und vielleicht mache ich auch gleich mal, wasche ich gleich mal mein Gesicht, weil irgendwie ist das mega oily und sunscreeny. Ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Vlog irgendwie ultra viel gefilmt, deswegen habe ich schon überlegt, ob ich den vielleicht einfach heute Abend beende. Wahrscheinlich beende ich den jetzt einfach. Stattdessen filme ich dann morgen mal ein Sunday in my life in Lisbon Reel für euch. Also checkt das auf Instagram ab. Das Rezept, was es bei mir heute Abend zum Abendbrot gibt, kommt in meinem Meal Prep Rezepte Video. Deswegen gibt es da jetzt noch keinen Sneak Peek, sondern freut euch einfach darauf. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt
um mich zu supporten, unten abonniert, falls ihr das noch nicht seid, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, und kommentiert mal den Muschel-Emoji, wenn ihr bis zum Ende zugesehen habt, damit ich Bescheid weiß. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und eine wunderschöne kommende Woche, und wir sehen uns ganz bald wieder in einem neuen Video. Bis dann!